Quote beginnt mit Q. Höre ich Quote, denke ich an Quelle. Und zwar deshalb, weil eine Quote für mich eine Quelle war für mögliche andere Zukünfte. Und wahrscheinlich denken Sie jetzt an eine ganz bestimmte Quote, aufgrund dessen, was Sie zu sehen glauben. Das ist aber nur eine von mehreren möglichen Quoten, die mich betrifft. Und heute möchte ich von einer anderen Quote sprechen, einer Hintergrundquote. In der BRD nannte man sie Bildungsreform. Und auch in der DDR wollte man mit der Bildungspolitik die Reproduktion der tradierten bürgerlichen Bürgerschaft brechen. Und hier führte eine Quote dazu, dass ich mich mit 17 im Hörsaal einer Universität wiederfand. Die Kinder, die mit dieser Quote gefördert wurden, erkannten einander nur, wenn sie zum Lehrerinnentisch gingen. Hinter meinem Namen im Klassenbuch war zweimal ein großes A gekritzelt. Das bedeutete, dass meine Eltern zur Arbeiterinnenschaft gezählt wurden. Ja, und ich sagte gezählt, denn Q steht auch für Quantifizierung. Dass ich von der Quote profitierte, folgt einer ambivalenten Zahlenlogik: fördern und ausschließen. Als ich zur Schule kam, arbeiteten meine Mutter, meine Schwester und auch mein Vater hier in dieser Stahlfabrik. Als viertes Familienmitglied wurde mir eine andere Art von Arbeit in Aussicht gestellt. Allerdings konnten nur zwei Leute aus meiner Klasse zum Abitur weiterkommen. Und ja, hier half es, wenn ein A hinter dem Namen im Klassenbuch war. Meine kluge Freundin gehörte nicht dazu. Habe ich mit der Quote die Klasse gewechselt? Auch wenn Sie das immer spüren werden, an meinem Geschmack, meinen Bewegungen, der Art, wie ich Dinge anspreche. Und vielleicht denken Sie auch, kann man jetzt noch von Klasse sprechen, so verwickelt wie es ist in andere Diskriminierungssysteme und Wege, die sich die Scham so bahnt? Und mit welcher Quote könnte man das wohl reparieren? Im Alphabet folgt auf QR wie Regulierung. Denn Quoten sollen dafür sorgen, dass die Gewalt in der bürgerlichen Gesellschaft nicht völlig außer Rand und Band gerät. Dabei performt die Quote auch Gewalt, denn Zielen braucht Typisierungen. Trotzdem macht sie grausame Verflechtungen diskutierbar und damit auch veränderbar. Zum Beispiel zwischen Arbeit, Privilegien, möglichen Zukünften, alten und neuen Ein- und Ausschlüssen.